Ich glaube, ich bin ein guter Jäger. Der Pfeil hat von hinten das Ohr getroffen. Tödlicher Ohrschuss, okay. Hallo und herzlich willkommen zu This Land is My Land. Wie der Name und das Bild hier schon so ein bisschen verraten, gehen wir heute mal unter die Indianer. Und verteidigen uns so ein bisschen gegen die einfallenden weißen Siedler hier in den USA. This Land is My Land ist schon ein ganzes Weilchen in der Open Beta. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Das Spiel bekommt jetzt gerade wieder ein großes Update. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal zusammen an. This Land is My Land kommt von den Game Labs. Ist eine Art Survival Game mit ganz vielen anderen Aspekten. Wir müssen also auch so ein bisschen unseren Stamm managen. Und uns einfach gegen die Siedler behaupten, die das Land natürlich für sich einnehmen wollen. Okay, wir starten jetzt einfach mal eine neue Resistance. Ich habe noch nicht viel Erfahrung, ich habe selber nur mal kurz reingeguckt, um überhaupt so eine Idee von dem Spiel zu bekommen. Und ich fand den Ersteindruck auf jeden Fall ziemlich cool. Ist nicht einfach. Und wir gehen jetzt mal auf Custom, oder? Stellen alles genau ein. Ist eigentlich ein extrem komplexes Game, muss man sagen. Nach allem, was ich bis jetzt so gesehen habe, gibt es da wirklich richtig viel, was man tun kann. Wir können unser Spiel erstmal so konfigurieren. Das heißt, man kann es sich schwieriger machen, schwieriger gestalten oder auch ein bisschen einfacher. Es gibt auch eine Hardcore-Mode, es gibt Bosse. Das Spiel spielt man im Singleplayer. Es gibt übrigens auch eine deutsche Version ganz nebenbei. Ich spiele jetzt trotzdem mal die englische, weil bei Early Access-Titeln meistens die Übersetzungen nicht so gut sind. Ihr kennt das Thema ja schon. Ich habe die deutsche Übersetzung jetzt aber noch nicht ausprobiert bei diesem Spiel. Okay, wir können also auch mal hier realistischen Schaden einstellen. Können wir ja mal machen, das ist bestimmt noch interessanter. Realistic Needs heißt, wir müssen dann auch essen und trinken und können krank werden und so weiter und so fort. Machen wir auch mal an. Das ist auch, glaube ich, ein großer Punkt, der das Spiel deutlich schwieriger macht. Aber irgendwie gehört es jetzt zum Survival dazu, deswegen machen wir das mal. Und das Craften aktivieren wir nur in der Nähe des Campfires. Das heißt, wir müssen zu einer Basis, zu einem Campfire zurück, um überhaupt craften zu können. Ich finde, das ist auch, das macht es wieder so ein bisschen interessanter, wenn man sich unterwegs nicht alles herstellen kann, was man so braucht. Dann gibt es ja noch Optionen für die Nacht. Die kann ziemlich dunkel werden. Das mache ich jetzt mal nicht, weil dann sehen wir nichts. Das ist immer nicht so spannend dann. Und bei der Schwierigkeit hier können wir dann auch noch einstellen, dass wir so Teile des Interfaces deaktivieren. Das machen wir mal auch noch nicht, weil ich noch zu wenig Ahnung vom Spiel habe, als dass ich da irgendwelche Interface-Teile deaktivieren möchte. Wir starten jetzt mal so mit 175% Schwierigkeitsstufe praktisch. Und das hier ist die Map Seed. Das heißt, wenn ihr die gleiche Seed eingebt, dann würdet ihr direkt auf derselben Map starten wie ich auch. Okay, wir starten die Resistance. Okay, Healing Menu ist Nummer 4. War Parties können wir mit Taste 3 aktivieren. Es gibt eine Third-Person- und eine First-Person-Sicht. Kann man umschalten mit der V-Taste. Und ja, die War-Partys habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das kommt dann, glaube ich, erst später im Spiel. Wir müssen dann wohl ja so War-Partys zusammenstellen. Also praktisch so Kriegs-, eine kleine Armee, ne? Mit der wir dann zum Beispiel Siedler-Dörfer auseinandernehmen, denke ich mal. Oder einen Planwagen angreifen. Wir werden sehen. Okay, wir sind erstmal irgendwo gefangen. Ne? Ist das ein Zug? Wir fahren doch, oder? Okay. Wir wollten... Achso, das sind unsere Leute hier, die jetzt gefangen sind. Und wir wollten uns einem großen Krieger anschließen mit dem Namen... ich weiß nicht. Wie wär's denn mit... Leiches? Achso, wir sind ja Indianer, ne? Wie nennt man denn so einen Indianer korrekterweise? Leiches der Raptor? Gab es sowas in den Indianerzeiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen uns eher die Schlange nennen. Okay. Wir können uns hier auch Tiere auswählen, die uns so Boni geben. Je nachdem, was wir für ein Tier auswählen. Zum Beispiel den Wolf, der gibt uns dann zwei zusätzliche Krieger. Der Igel gibt uns Stamina und SP. Was ist SP? Ja, so weit bin ich noch nicht. Das kann ich noch gar nicht erklären. Okay, der gibt uns einen verringerten Stamina-Wert und mehr Hitpoints. Das ist, glaube ich, auch zufällig. Der Wolf hat das letzte Mal einen anderen Bonus gegeben, das weiß ich noch. Also das ist wahrscheinlich bei jedem Spiel so ein bisschen zufällig. Okay.
Das sind ziemlich krasse Werte. Nehmen wir mal irgendwas Gemäßigtes, was uns vielleicht nur Bonus gibt. Wie wär's mit dem Vogel? Wir nehmen den jetzt einfach. Wo ist denn das Camp eigentlich located? Okay, wir können uns einen Startpunkt wählen. Wir nehmen mal den normalen Start, weil hart und insane klingt nicht so gut. Dafür habe ich zu wenig Ahnung. Ich bin noch kein guter Indianer. Es geht jetzt erstmal darum, überhaupt zu lernen, ein guter Indianer zu sein. Oh, da sind Pferde. Hört ihr sie? Werden wir befreit? Da laufen Pferde neben dem Wagen. Okay. Oh ja. Der Zug wird überfallen. Okay. Ich glaube, wir stehen. Und jetzt? Oh, die Spannung steigt. Die Ladezeiten sind relativ lang bei dem Spiel. So viel kann ich schon mal verraten. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Auf geht's. Da sind wir. Okay, wir sind entkommen. Und wir haben keine Waffe dabei. Das ist schlecht. Wir haben aber ein bisschen Holz gefunden und können uns jetzt Pfeile und einen Bogen craften. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Yeah. Das ist unser kleines Camp hier. Und wir sind nicht alleine. Da sind andere Leute mit uns. Wir haben drei Indianerkollegen und Pferde haben wir auch. Okay. Die sind hier schon am Leder verarbeiten, ne? Okay. Super cool. Ah, da stehen noch zwei. Drei. Okay. Wir haben ja schon einen vollen Tribe hier dabei, ne? Nicht schlecht. Hier können wir dann wohl schlafen, oder was? Man weiß es nicht. Ich glaube, das ist irgendein Marker für unser Camp, ne? Das ist unser Lagerfeuer. Und wir müssen jetzt so einen Bogen craften. Das machen wir mal. Hier mit Tab kommen wir in unser Inventar, können dann hier unter Craft so einen Bogen herstellen. Craft. Es regnet. Nicht so gut. Und ein paar Pfeile. Go, go. Und das reicht aber nicht. Wir brauchen mehr Pfeile. Okay. Wir müssen Hickory, das ist glaube ich so ein Baum oder sowas, suchen. Hier haben wir die Basic-Bewegung einmal. Also mit V können wir dann zum Beispiel wechseln in die Ego-Perspektive. Ich finde das Spiel ganz nett aus der Third Person, weil es nämlich grafisch echt ziemlich cool ist. Auch unser Indio sieht ziemlich cool aus. Deswegen spielen wir jetzt ausnahmsweise mal aus der Third Person. Und ich glaube, wir können auch irgendwie die Schulterperspektive wechseln. Ja, so. Und dann läuft Wasser die Linse runter. Okay. Ja, und jetzt müssen wir diese Bäume suchen, damit wir mehr Pfeile craften können. Hickory, das ist das, was wir suchen. Oben in der Mitte des Bildschirms haben wir auch so Marker, die uns anzeigen, wo wir das nächste Questziel finden. Okay. Und ich glaube, wir verfolgen bei dem Spiel auch lange Zeit eine Storyline, also machen immer so Quests, können uns aber zwischendrin auch immer entscheiden, andere Sachen zu machen. Safe. Okay. Wir dürfen nur safen in safe locations. Also speichern dürfen wir nur am Campfire wahrscheinlich, ne? Okay. This is Myland ist ein Singleplayer-Spiel, das heißt, ihr spielt alleine. Es gibt aber tatsächlich so einen Chat, den sehen wir auch unten so ein bisschen unten rechts. Den habe ich jetzt, glaube ich, nicht aktiviert. Das heißt, die Message ist irgendwie noch eine alte, die man da sieht. Ich habe es noch nicht geschafft, den komplett zu deaktivieren. Auf jeden Fall gibt es eben so einen Chat zwischen den Spielern. Also man kann trotzdem chatten, obwohl man im Singleplayer spielt, kann Fragen stellen und so weiter und so fort. Und ja, es gibt so einen Social-Aspekt von dem Spiel. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Und es gibt zum Beispiel Bosse, die auch von Spielern irgendwie benannt wurden. Okay. Weapons. Mit Taste 1 können wir Waffen auswählen. Wir müssen unseren Kriegern sagen, dass sie Flak sammeln sollen. Okay. Also mit 1 können wir unseren Bogen auswählen. Super gut. Ja, also es gibt eben die Möglichkeit, Bosse irgendwie zu benennen. Und das kann man dann noch aktivieren, ob man die Bosse von anderen Spielern in seinem Spiel praktisch haben möchte oder nicht. Okay. Usable Items. Root. Ich habe so eine Wurzel gefunden, die kann man essen. Das ist gut. Aber es gibt so einen negativen Effekt auf Stamina. Nicht so gut. Oh, das sind Pilze. Lecker.
Also, dann kann es natürlich sein, dass da irgendwelche richtig verrückten Typen auftauchen mit sehr komischen Namen, die nicht so ganz ins Spiel passen. Aber dann wisst ihr gleich, okay, das ist irgend so ein kleiner Miniboss, der von einem anderen Spieler erstellt wurde. Ist also irgendwie so ein ganz nettes Gimmick. Ich weiß auch nicht, ob wir das auch irgendwann dürfen. Mal schauen. Das finden wir dann irgendwann raus. Noch eine Wurzel. Okay. Ja, dann schicken wir jetzt mal so ein paar von unseren Leuten los. Die drei arbeiten hier mit ihrem Leder. Der chillt. Die chillen auch. Also wir haben einige Leute, die chillen. Das heißt, wir können so ein paar losschicken. Das geht so, dass wir hier im Tab-Menü einmal, ich glaube, auf unser Camp klicken. Genau. Und dann können wir hier, also hier rechts haben wir dieses Camp-Icon. Wenn wir das Camp ausgewählt haben, dann können wir hier den Camp-Bewohnern sagen, was sie tun sollen. Zum Beispiel, dass die Flachs sammeln sollen. Attack, Gather, also sammeln. Pferde brauchen sie nicht, die sollen bei uns sammeln. Nope. Gather, Flachs. Okay. Und wir senden einen. Ich glaube, das reicht, oder? Go, go. Die sammeln jetzt. Und wir können uns ums Craften und so kümmern. Das ist gut. Wollen wir noch einen zum Holz sammeln schicken? Ist der jetzt schon los? Ah, der steht gerade auf, ne? Ich glaube, jetzt startet er dann. Der haut jetzt ab. Sieht gut aus. Schicken wir mal noch einen zum Holz sammeln, damit wir uns Pfeile herstellen können. Ich glaube, das ist gut, oder? Das sind unsere Quests, okay? Hier wollen wir hin. So. Und ja, wie gesagt, das Spiel ist am Anfang relativ komplex, auch über die Menüführung hier. Da gibt es einiges zu tun. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir uns da so langsam einarbeiten und schicken jetzt erstmal noch jemanden los zum Holz sammeln. Holz. Flachs. Wood. Soll er Wood sammeln oder spezielles Wood? Wir brauchten doch so kleine Bäume. Die sollen wir normales Holz sammeln. Okay. Send. Gut. Außerdem können wir denen auch sagen, dass sie irgendwas craften sollen. Zum Beispiel Pfeile. Dann würde ich dem jetzt sagen, dass er hier at order Wooden Arrows herstellen soll. Das ist ja easy. Das ist sowieso schon ausgewählt. So. Und mach mal nicht einen, sondern mach mal so 100. Confirm. Okay. Wir wählen uns jetzt ein Pferd aus. Das ist gut. Das ist jetzt auch so ein bisschen das Tutorial am Anfang. Da wird uns genau erklärt, was wir tun sollen. Jetzt sollen wir uns erstmal so ein Pferd holen. Und da können wir aufsteigen. Super cool. Es hat sogar so eine Indio-Zeichnung. Mega nice. Aber wir sollen das, glaube ich, erst bonden, ne? Wenn wir das bonden, dann finden wir das, glaube ich, auf der Map wieder und so. Make Bond. Oh, super nice. Oh, das braucht ja einen Namen. Wie benennen wir denn unser Pferd? Die nennt man ja immer so nach Winden, ne? Nach irgendwelchen Passatwind oder ich weiß nicht, wie die Winde in den USA so heißen. Wie wär's mit Jetstream? Okay, das ist doch auch ein Wind. Und dann können wir hier auch Zeichnungen auswählen, also wir können unser Pferd praktisch anmalen, mehr oder weniger. Ich fand das ganz cool mit der Hand hier auf dem Hintern. Das ist irgendwie ganz witzig. Oder so. Ist auch nett. Können wir das drehen? Nee. Nehmen wir mal das. Das sieht doch, oder? Das Dunkle ist besser getarnt. Okay. Haare. Dunkle Haare. Weiße Haare. Okay. Blondes Pferd. Weißes Pferd. Nehmen wir mal dunkle Haare einfach, oder? Ein dunkler Gaul ist am besten getarnt nachts. Wir können auch einen Sattel auswählen. Also das sind alles nur Skins wohl. Aber das ist schon mal ziemlich cool. Dann nehmen wir auch so einen dunkleren Sattel. Paint. Oh. Wir können es noch ein bisschen anmalen. Das ist ja schick. Machen wir mal so. Wunderschön. Confirm. Das ist jetzt unser neues Pferd. Und Skill Selector. Throw Stone. Okay. Im Skills Tab können wir mehr lernen. Okay. Das ist einer unserer Krieger. Der wurde eingesperrt und hat hier in der Nähe aber seine Schätze noch vergraben. Die holen wir uns jetzt. Klingt spannend, ne? Okay, jetzt müssen wir kurz ausprobieren, wie das funktioniert. Mit E können wir zum Beispiel Sachen rauchen. Wir können uns ausruhen. Wir können unser Pferd rufen. Das können wir mal ausprobieren. Rufen wir mal das Pferd.
Nochmal. Call Horse. Das muss man anklicken. Und dann wird es unten in der Mitte des Bildschirms eingeblendet. Und mit G können wir das dann rufen. Und dann kommt es hier rüber getigert. Super cool. Das funktioniert doch ganz gut. Horse Saddlebag. Okay. Da können wir auch Sachen einlagern. Das ist gut. Bond Level. Was macht das? Too low. Basic Horseback. Also ich glaube, wir können unser Pferd hochleveln und dann gibt es unterschiedliche Boni. Das kann 70 Gewicht tragen und wir können, ich weiß nicht, wie viel wir tragen können. Müssen wir noch rausfinden. 40? Ich glaube, 40 können wir tragen. Hä? Also das Pferd kann mehr tragen als wir. Das ist schon mal gut. Wunderbar. Okay. Dann haben wir jetzt auch ein Pferd. Was müssen wir als nächstes machen? Ach, zu dem Camp gehen, ne? Wie sieht's denn mit Pfeilen aus und so? Wir sind well rested. Das ist schon mal gut. Okay. Wollen wir nicht mal was zu essen und so organisieren? Wir müssen ja dann irgendwann essen und trinken und so. Da habe ich ein bisschen Angst. Das könnte gefährlich werden, wenn wir da nichts haben. Und ich glaube, wir haben bis jetzt nichts gefunden, außer so ein paar Wurzeln und so, ne? Gibt's hier... Was ist das? Okay, hier können wir trinken. Gut. Also hier können wir was trinken, das ist schon mal schön. Und essen? Was haben die denn noch so am Start? Das ist gar nichts. Und... Also die haben es echt mit dem Leder, ne? Überall hängen so Lederhäute. Aber wir müssen ja auch irgendwoher unsere coole Leder-Indianer-Rüstung herbekommen. Was ist denn das hier? Ach, das ist das Lagerfeuer, oder? Lagerfeuermarker. Könnte aber nichts mitmachen hier. Okay. Was ist das? Loot. Das ist dann unser Lager hier praktisch. 40 Gewicht kann man da einlagern. Okay. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu holen. Wir brechen jetzt mal auf und vielleicht gucken wir erstmal, ob wir irgendwas zu essen finden in der Gegend. Bevor wir dann zu dem Lager laufen. Das sind 600 Meter, das ist ganz schön weit. Wir können auch mal auf die Map gucken. Die ist auch im Tab-Menü mit dabei. Und genau, also das hier ist die Map. Da können wir rein und raus zoomen. Die sieht halt echt riesig aus. Also, da gibt es viel zu erkunden für uns. Kano Pack. Okay. Also wir sind jetzt irgendwo hier unterwegs. Da wollen wir hin. Genau, hier ist unser Camp. Da ist ein Krieger, der Flachs sammelt. Hier ist noch so ein Lagerfeuer, ein Outpost. Okay. Und da kann man auch hinreisen. Per Fernreise. Ne? Da ist ein Bär. Hier sind Rehe. Wir können ja mal Richtung Rehe gehen. Ich weiß nicht, ob das dann so ein Rehrevier ist, wo es viele Rehe allgemein gibt. Oder wieso da so ein Rehsymbol war. Das müssen wir rausfinden. Okay. Wir sind sehr wendig. Bin aus Versehen gegen den Baum gelaufen. Oh, hier ist ein Weg. Oh, oh. Hoffentlich ist hier kein Planwagen in der Gegend. Wir sind so ungefähr auf dem richtigen Weg. Laufen wir mal ein Stück. Oh yeah. Im gestreckten Galopp durch den Wald. Wenn sich irgendwas bewegt, dann nehmen wir das zum Essen mit. Oh, da unten sind Sachen. Hirsche oder sowas. Okay. Wir haben halt nicht viele Pfeile. Vielleicht wäre es besser, so einen Hasen oder sowas zu jagen. Seht ihr was? Also eben waren da ja welche, ne? Okay, wir haben einen Krieger, der hat sich uns angeschlossen. Super cool. Das ist ein Viech, ne? Moment. Wart mal hier. Jetstream. Wir schleichen uns jetzt davor und schießen mit Pfeilen auf das Viech, oder? Oh, es haut ab. Es hat mich gesehen, obwohl ich schleich. Bringt ja nicht so viel zu schleichen. Da ist noch einer. Oh, die hauen alle schon ab. Ich bin, glaube ich, kein guter Jäger. Vielleicht brauchen wir eine Falle oder so. Ah, die liegen da im Gras, ne? Da oben ist einer. Oh, da ist auch einer. Ich glaube, ich habe ihn.
Das war super einfach. Easy peasy. Okay, also er braucht nur einen Pfeil. Der dir. Fleisch, okay, wir haben Fleisch. Super cool. Das war ja echt einfach. Ich glaube, ich bin ein guter Jäger. Der Pfeil hat von hinten das Ohr getroffen. Tödlicher Ohrschuss, okay. Aber cool, dass man den Pfeil sieht, ne? Echt nice. Aufheben können wir den nicht. Gut. Können wir auch aus der Ego-Perspektive gucken. Dann sehen wir mehr. Da ist der Ohrschuss. Armer Hirsch. Oh. Hoffentlich hat es nicht wehgetan. Mitten durchs Ohr. So. Pferdchen, komm mal zu mir. Okay, das dauert einen Moment, ne? Das lässt sich Zeit. Den Rennen wieder so ein bisschen entgegen. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Also wir haben was zu essen. Wir haben was zu trinken im Camp. Dann können wir uns jetzt um die weniger wichtigen Dinge kümmern und mal Richtung dieses Lagers laufen. Ne? Da drüben ist es. Checken wir mal das Lager ab. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Vielleicht eine Muskete oder sowas. Das ist gar nicht Indio-like, ne? Rumschießen. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Bogen. Okay, mit dem Pferd sind wir echt schnell. Das ist gar nicht so weit, die 600 Meter. Wow, chill mal. Was ist das? Bisons. Sind die böse? Nee, die haben Angst. Alles gut. Oh. Ja, und trotzdem mal ab. Ich glaube, die brauchen mehr als einen Pfeil, oder? Wow. Okay. Das sind noch knapp 300 Meter. Zum Glück haben wir hier unser GPS dabei. Sonst wäre ich echt ein schlechter Indianer, glaube ich. Also die Welt ist wunderschön. Die Grafik ist echt nicht schlecht. Gefällt mir. Sieht super atmosphärisch aus. Ist das da unten wieder eine Straße? Wo müssen wir denn hin? Das ist alles so ein bisschen unzugänglich hier. Ich glaube, wir sind fast da. Da unten. Ich sehe es schon. Ich glaube, wir lassen mal das Pferd hier. Da hängt einer. Sind wir hier safe? Das ist eigentlich gut einsehbar und hier ist niemand unterwegs, ne? Ich glaube, wir sind safe. Das ist das alte Camp. Okay, Captain Jean-Luc Picard hat hier irgendwie unsere Indios gemeuchelt. Der war zuletzt im, was, Sherman Plains Bivouac? Okay, da müssen wir hin. Wie den Namen? Wir müssen seinen Namen rausfinden? Ich dachte, den kennen wir. Okay, wir müssen Captain Jean-Luc Picard ausfragen. Der weiß wohl irgendwas. Mal gucken. Blut. Okay. Super viel Zeug. Das hat sich schon mal gelohnt. Gunpowder Charge. Eine Falle, die Geräusche macht. Okay. Tee. Brauchen wir Tee. Coole Pfeile und ein cooler Bogen, ne? Mit einer Sehne. Okay. Take all. Bam. Ich bin überladen. Oh nee, da wurde einer gemeuchelt. Ein Indio. Ich glaube, das Camp hat nur ein Inventar, ne? Das gesamte Camp hat ein Inventar. Wer hat den armen Indio hier gemeuchelt? Das muss dieser Jean-Luc gewesen sein. Mit dem müssen wir auf jeden Fall mal reden. Jetstream, komm mal her, ich kann nicht mehr laufen. Dann schauen wir mal, dass wir das Zeug irgendwo unterbringen. In Jetstream, im Sattel. Und... Was ist das? Das ist doch Flachs. Nee, das ist Hickory. Das ist Flachs. Oh, das ist echt eine tolle Gegend hier zum Ressourcen sammeln. Vielleicht sammeln wir so ein paar Ressourcen, bevor wir aufbrechen. Theoretisch können es natürlich auch unsere Stammesmitglieder machen. Set. Bam. Okay. Wir haben auch Fallen gefunden. Big Spiked Trap. Oh, mit vergifteten Stacheln. Nur, das klingt echt fies. Put. Okay, mit Put können wir das darüber schieben. Put. Gunpowder Charge. Bush Hideout.
Okay, da können wir uns drin verstecken. Fleisch. Das behalte ich mal, oder? Können wir auch ins Pferd tun erstmal. Das müssen wir, glaube ich, erst grillen oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das schlecht wird. Sieht aber nicht so aus. Das ist schon mal gut. Es hat keinen Timer oder sowas. Agaventee. Goldenrod. Gegen Light Bleeding. Okay. Oh. Also man kann sich hier ziemlich böse verletzen, glaube ich. Das wird alles ziemlich interessant werden. Auf der 4 haben wir hier so ein Treatment-Fenster, wo wir genau die verschiedenen Körperregionen sehen und wie es uns geht. Und dann wissen wir auch gleich, welche Kräuter wir nehmen müssen, um uns da wieder zu heilen. Also das ist super komplex. Ich denke, da werden wir früher oder später noch unsere Erfahrungen mitmachen mit dem System. Für einen Moment, glaube ich, sammeln wir jetzt noch ein paar von den Pflanzen hier ein und dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Ich habe nämlich schon wieder Durst und Wasser gibt es hier, glaube ich, nicht. So, mal gucken. Aber wenn, dann würde ich das nicht trinken wollen, ehrlich gesagt. Fire. Weed. Okay. Also egal, welche Kräuter wir sammeln, ich glaube, die haben alle hier ihre Funktionen und können für uns nützlich sein. Boah, das ist eine super fruchtbare Ecke hier. Hier gibt es echt alles. Und ich weiß nicht, wie das ist, ob wir dann irgendwann Bauchweh kriegen, wenn ich zu wenig esse. Dann müssen wir das Bauchweh behandeln. Das könnte spannend werden. Es gibt auf jeden Fall wieder, wie gesagt, irgendwelche Kräuter und Tinkturen gegen so ziemlich alles. Pilze. Okay. Oh, es wird langsam echt dunkel. Aber wir haben ja für alles gesorgt, ne? Wir haben zu essen. Zu Hause haben wir zu trinken. Wir sollten safe sein. Und dann können wir auch ganz gemütlich so ein bisschen schlafen, ne? Morgen früh haben wir dann bestimmt wieder mega Hunger. Was ist das? Flachs und was? Bug, Brush, Leaf, okay. Ich denke, wir gehen nach Hause erstmal. Jetzt wird es langsam eh zu dunkel. Und ich weiß nicht, wie gefährlich das hier ist, ne? Wir kennen es hier nicht aus. Und wir sind ein ganzes Stück weit von unserem Camp entfernt. Ab nach Hause. Wir sollen ja jetzt eigentlich mit diesem Captain sprechen. Der ist nochmal 750 Meter weiter. Gucken wir mal auf die Karte. Der ist hier. Okay. Das ist ja genauso weit wie nach Hause. Dann gehen wir erstmal nach Hause und dann da weiter. Und wie finden wir denn jetzt nach Hause? Können wir da so einen Marker setzen? Wir können es anwählen. Und okay, ich glaube, jetzt habe ich... Ja, jetzt haben wir einen Marker gesetzt. Okay. Mit Rechtsklick können wir auf der Karte einen Marker setzen und dann auch ganz einfach wieder nach Hause finden. Das ist schon mal praktisch. Und da sind wir auch schon wieder. Mir wird langsam so ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, warum der da so rumzappelt auf dem Pferd. Okay. Ganz so wackelig ist das dann auch wieder nicht, oder? Auf dem Pferd. Die Zeichnung sieht total cool aus im Mondlicht. Yeah. Dann können wir jetzt so ein paar von den Ressourcen hier umlagern in unsere Basis-Lagerkammern. Und was machen denn eigentlich unsere Leute? Wo lagern die das ein? Loot. Okay. Wood. Wooden Arrow. Ich glaube, die lagern das einfach hier ein, ne? Take all. Jetzt haben wir ein paar mehr Pfeile, das ist gut. Und die anderen können wir ja mal hier lassen. Die brauchen wir ja im Moment nicht. Es sei denn, wir nehmen den Bogen. Aber ich glaube, wir starten mal mit dem Wooden Bow. Der war schon ganz gut, um jagen zu gehen. Da müssen wir jetzt nicht die teuren Pfeile verwenden. Und wenn es irgendwann schwieriger wird, dann nehmen wir einfach den nächstbesseren Bogen. Dann haben wir den nämlich parat. Wenn ich jetzt die Pfeile verschieße, dann brauchen wir die später und haben sie nicht mehr, ne? Na gut. Also wir sind auf dem Weg, ein guter Indianer zu werden. Das ist der erste Schritt. Und wenn ich dann so halbwegs überlebensfähig bin hier in der Welt, wir sind hungrig und durstig. Okay, wir können mal schnell was trinken. Ja, wenn ich hier halbwegs überlebensfähig bin, dann würde ich sagen, stürzen wir uns hier in die eigentlichen Abenteuer und schauen mal, dass wir hier unser Land wieder erobern können. Hä? Ich glaube, hier sind einige Leute unterwegs, die hier eigentlich überhaupt nichts verloren haben. So ein paar Bleichgesichter. Ja, das war der erste Blick in This Land is My Land. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich finde das Spiel super atmosphärisch. Gibt auch so ein bisschen Hintergrundmusik. Die kann ich jetzt leider in den Videos nicht einspielen, weil das wahrscheinlich wieder einen Copyright-Strike hier auf YouTube gibt. Ihr kennt das vielleicht.
Deswegen machen wir es hier super realistisch, nur mit Grillenzirpen und Pferdehufen und was man hier sonst noch so hört. Ein bisschen Feuer knistern. Super schön. Und ja, die Grafik ist auch mega. Also wie gesagt, ich finde das Spiel mega atmosphärisch und es ist auf jeden Fall ziemlich tiefgehend. Wird einen Moment dauern, bis ich mich hier reingefunden habe. Es gibt super viel zu entdecken, aber so wollen wir das ja auch. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir hier in der nächsten Folge von This Land is My Land kommen. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, damit ich Bescheid weiß. Schön, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.